Hut ab vor einem Lkw-Fahrer in München. Anfang der Woche war ein 59-jähriger Arbeiter in München damit beschäftigt, seinen Lkw mit Eisenstangen zu beladen. Bei dem Beladevorgang rutschte plötzlich ein Eisenmast aus dem Greifer des Kranes und klemmt ihm am Aufbau des Fahrzeugs ein. Zu einem Überfluss verletzte ihn der Eisenmast so schwer am Bein, dass er in einer lebensbedrohlichen Lage war. Als erstes schnappte sich der Mann seinen Gürtel und band sein Bein ab, um die massive Blutung am Bein zu stoppen. Und das muss man in so einer Lage erstmal hinbekommen, dass man so cool ist, um eine solche Aktion durchzuführen. Der Mann konnte sich dann noch selbst aus der Einklemmung befreien und kletterte vom LKW runter. Ein HLF der Feuerwehr München traf als erstes als First Responder an der Einsatzstelle ein und führte die Erstversorgung des Mannes durch. Durch weitere Rettungsdienstkräfte wurde dann ein Tourniquet angelegt, der Mann stabilisiert und anschließend in einen Schockraum einer Münchner Klinik eingeliefert. Hattest du schon mal den Fall, dass sich jemand in so einer lebensbedrohlichen Lage so gut selbst versorgen konnte? Dann schreib es unten in die Kommentare und wenn du mehr über die Feuerwehr erfahren möchtest, dann folge meinem Kanal.